Dein Herzensmensch, dein Schatz, dein Wunschpartner hat vielleicht eine Reaktion dir gegenüber gezeigt oder zeigt eine Reaktion dir gegenüber, die kalt ist, abweisend, verletzend. Und du stellst dir die Frage, sag mal, was ist denn los? Du bist für dich in der Position, wo du es nicht greifen kannst. Im einen Moment sagst du, hey, nein, ich habe doch hier gar nichts getan. Auf der anderen Seite ist es so, hat er mich überhaupt da mal, hat er Gefühle gehabt oder kann der mich nicht leiden? Hat er so eine Abneigung mir gegenüber? Und du stellst dir die Frage, warum diese Reaktion dir gegenüber? Warum tut er oder sie das? Und da schauen wir jetzt heute mal nach. Wir greifen die Energie vom Jetzt, die präsenteste Energie. Und ihr Lieben, ihr wisst, wir sind im Kollektiv, Personenkarten sind geschlechterneutral und eine Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen. Aber ich weiß, ihr setzt das für euch so zusammen, für eure Situation, weil es kann doch nicht sein, dass komplett die ganze Legung stimmig ist. Aber ich weiß, ihr macht das Richtige und pickt euch das raus, was für eure Situation stimmig ist. Und wenn hier gar nichts stimmig ist, ist das vollkommen in Ordnung. Und ihr wisst, auch wenn das Video, egal wie alt es ist, es kommt jetzt zu diesem Zeitpunkt zu dir, weil jetzt der richtige Moment ist, weil da ein Hinweis für dich dabei ist. So, ein ganz herzlich liebes Hallo, eine ganz herzlich liebe Umarmung. Ich knuddel euch ganz fest und eure Kommentare wieder. So wundervoll lieb, so herzlich. Also es berührt mich immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und das möchte ich euch auch immer jeden Tag mitteilen, weil ihr mir so wichtig geworden seid und mir so richtig ans Herz gewachsen seid. Und ich danke euch für euer Sein, ihr Lieben. Ich danke euch für eure Herzlichkeit. Wir schauen jetzt nach. Dein Gegenüber, warum diese Kälte? So. Ach ja, okay. Es geht ja schon mal gut los. Drei der Kelche zeigt schon auch bei deinem Herzensmenschen den Rückzug, ja, aber dein Herzensmensch ist eigentlich auch einsam. Und diese Einsamkeit, die er hat, da dieser Rückzug, also, da ist es ja nicht so positiv für ihn aktuell und es ist auch gerade keine unbeschwerte Zeit. Sein Inneres sagt, er möchte in das Unbeschwerte, in die Zufriedenheit und das fehlt ihm. Also da ist so sein Inneres, sagt hier wirklich, die Zufriedenheit möchte er gerne haben und diese unbeschwerte Zeit. Aber irgendwas ist hier auch, da ist so eine, wie so eine, ja, eine Abhängigkeit, was ihn irgendwie auch noch zurückhält. Der Rückzug. Aber einsam, der Rückzug, in dem er aktuell ist. Wir sehen in jeder Legung, ob hier im Kollektiv oder in den persönlichen Readings, sehen wir immer, was dein Herzensmensch, oder egal um wen es geht, was in dem Inneren vor sich geht, was man im Draußen nicht sieht. Ich sage immer so gern, der Blick hinter die Kulissen. So, was haben wir denn noch? Okay, also bei deinem Herzensmenschen, was in seinem Inneren vor sich geht. Diese Reaktion, warum das so auch so Reaktionen sind, diese Kälte auch. Da haben wir schon ein bisschen so einen Bereich hier liegen. Wir haben den materiellen Bereich, dass er sich da vielleicht immer auch die Ablenkung sucht. Aber ihm hat sich in seinem Inneren auch was aufgebaut. Und dieser Aufbau, wir sind jetzt hier, wir nehmen jetzt die Kombination. Da ist was Gefühl. Wir sind hier im Bereich Gefühl, wir sind im Bereich Liebe, mit dem man nicht zurechtkommt. Wir haben die 8 der Münzen. Und da ist es auch so, dass es hier Probleme bei deinem Herzensmenschen gibt. Und so der mangelnde Ehrgeiz wird hier auch gezeigt. Der Ehrgeiz, seine eigenen Themen, seine Probleme hier anzugehen. Aber es hat sich schon was getan. Es hat sich in seinem Inneren was getan.
Und es mag sich jetzt vielleicht sehr eigenartig anhören, aber auf die Frage, warum diese Kälte und was da genau los ist, hat ja damit zu tun, dass sich Gefühle bei ihm intensiviert haben und dass er hier an einem Anfang steht, wo er noch nicht damit konform gehen kann. Hält das Ganze oder hat es versucht, immer wieder alles oberflächlich zu halten. Er hat Probleme. Das ist auch gerade dabei, er löst hier gerade was. Er ist in einem Prozess drin. Und den Prozess sehen wir natürlich auch noch genauer, um was es hier genau geht. Jetzt haben wir aber erst nochmal die Welt. Und bei der Welt zeigt sich, dass deinem Herzensmenschen ja diese Verzögerung hier, diese Zerstreutheit, diese Starre auch ist. Isolation, Einsamkeit, was wir hier auch nochmal sehen. Denn im Endeffekt fehlt ihm die Leichtigkeit. Und er ist auf einer Reise, die Reise zu sich selbst, in die Vollendung zu gehen, was hier auch eine Beziehung betrifft. Wir sind hier wirklich in einem Bereich Beziehung, Stabilität. Und das ist es, was ihn komplett, was in seinem Inneren vor sich geht, was hier so durcheinander wirbelt, ihn durcheinander wirbelt. Was es genau mit der Reaktion auf sich hat, das sehen wir jetzt. Aber ihr wisst ja, wir gehen dann noch komplett ins Detail. So, dann schauen wir doch mal, was denn da los ist. Das ist ja spannend hier. So. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wir haben es hier mit einer Unehrlichkeit zu tun, ja. Ich muss jetzt schon schmunzeln, was jetzt hier gezeigt wird. Blöde Reaktionen von ihm, ja, Kälte. Aber es war falsch. Das ist seine Unsicherheit, was dich betrifft. Das kann ich dir ganz deutlich sagen. Das ist seine oder ihre Unsicherheit. Die Reaktion. Also er oder sie macht sich aber selber schon wirklich komplett schwer, ne? So, da haben wir nämlich hier den Salat. Und zwar, bei deinem Herzensmenschen wird gezeigt, dass er im Grunde genommen ein ganz, ganz unsicherer Mensch ist. Und du hast ihn eigentlich da abgeholt, wo er immer weggelaufen ist. Und das ist nämlich die Verbindung, die Liebe. Ich habe hier sehr stark die Unsicherheit von deinem Herzensmenschen. Und da, wo er sich jetzt gerade befindet, ist er nicht glücklich. Definitiv nein. Er hat eine Entscheidung getroffen und das war die Kälte, die Unnahbarkeit, dieses abweisende Kurzschlussreaktion. Wir sind hier wirklich im Bereich Kurzschlussreaktion, also Kälte, Reaktion, Aktionen von ihm, die dich eigentlich komplett hier sich selber auch aus der Bahn geworfen haben, wo du sagst, was ist denn da los? Aber er ist in diesem Bereich, dass er dir hier was Falsches gezeigt hat. Das, was er dir gesagt hat, wenn er gesagt hat, hey, ich liebe dich nicht. Dann haben wir hier eine Lüge. Wenn er oder sie dir gesagt hat, nö, keine Beziehung mit dir, ich will nicht, ich will hier was anderes und das passt nicht mit uns, da haben wir auch eine Lüge. Denn im Endeffekt habe ich hier liegen, es passt nämlich richtig gut. Warum er dir die Kälte zeigt, dir gegenüber, diese Reaktionen, Ausreden, ja, vielleicht auch was mir jetzt auch sehr leid tut, wenn du es erlebt hast. Was Beleidigendes, was Verletzendes. Das ist auch das, was ihm komplett eigentlich auch selber leid tut und weh tut. Er selbst ist hier überhaupt nicht glücklich in seiner Situation. Es ist der Punkt, du hast ihn wirklich berührt, sein Herz berührt. Und die Unehrlichkeit in der Kommunikation, was er dir vorgeknallt hat, das ist das, eigentlich vor sich selber versucht, hier wirklich auch wegzulaufen. Denn der Rückzug von dir zeigt hier, dass er oder sie es gar nicht wollte. Diese Kälte, das ist das, diese Abweisung dir gegenüber hat vielleicht bei allen möglichen anderen Personen immer geklappt, funktioniert. Weil da war nicht wirklich was gewesen. Das war nicht richtig Liebe. Jetzt sind wir aber hier bei dir in diesem Bereich, mit dir, er zu dir oder sie zu dir. Dass da wirklich sich mehr entwickelt hat, was Liebe betrifft. Und da haben wir die Reaktion, sich dagegen zu stellen. Jeder Kontakt mit dir,
Jedes Treffen, jedes persönliche Treffen, jeder Kontakt ist das, was sein Herz immer wieder berührt. Und da kommt die Reaktion, weil er selber nicht mehr dem Ganzen standhalten kann. Standhalten und dir einfach nur, ich meine, ich finde es jetzt einfach, zu sagen, hey, ich liebe dich. Ja, oder sie macht aber ein Riesenproblem draus. Dieses Wort über die Lippen zu bekommen, vielleicht hat er die ganze Zeit gesagt, nee, wir lassen es jetzt hier mal mehr bei einer F+ oder mal nur bei einem Plus, je nachdem. Da ist nichts mehr, ich will keine Beziehung, möchte ich nicht haben, nein. So, und da ist es so, da haben wir so ein Ego-Thema. Er hat es gesagt, meint es aber nicht. Dann hat sich nämlich viel mehr entwickelt und das ist das, was er nicht vorhergesehen hat. Weil er hat gerne alles hier unter Kontrolle. Seine Emotionen unter Kontrolle, sag ich ja. Süß. Deine Emotionen unter Kontrolle zu haben, deine Gefühle, die Liebe unter Kontrolle zu haben. Tja, da haben dir deine Gefühle aber mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn die Liebe zeigt hier, dass sie viel stärker ist. Und das ist das, deine Reaktion, diese Kälte, das war wirklich falsch gewesen. Das war nicht richtig, das weiß er auch. Und das war eine Lüge. Wie gesagt, wenn er dir gesagt hat, ich liebe dich nicht, nein. Und die Reaktion, warum zu dir gegenüber reagiert, ist das Resultat dessen, dass er dich wirklich liebt und mit sich selber nicht zurechtkommt. Er kommt mit sich selber nicht zurecht. Mit diesen Gefühlen, dieses einfach dazu stehen. Weil du im Endeffekt hast ihm ja alles gegeben. Da ist diese Verbindung, die Harmonie, dieses Gemeinsame. Da hat sich wirklich definitiv mehr entwickelt. Und das ging dann auch ziemlich schnell. Also egal, wie viele Wochen, Monate oder sowas ihr eine Verbindung miteinander hattet, da hat es schon sehr lange hier mehr in ihm, in seinem Herzen vollzogen, in Liebe, hat sich aufgebaut. Und da steht er aber nicht dazu. Er ist unehrlich. Er ist unehrlich seinen Gefühlen gegenüber. Und deswegen die Reaktion. Da kommt diese extreme Kälte, weil er mit diesem Extremen, mit der extremen Liebe, nämlich gar nicht umgehen kann. Und da kommt diese Reaktion. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil. Wenn er sagt, ich liebe dich nicht, dann kannst du davon ausgehen, der liebt mich aber ganz gewaltig. Und genau so wird es auch hier gezeigt. Die Liebe ist sehr deutlich zu sehen. Er versucht sich abzulenken, die Entscheidung, oder sagt, hey, du, ich habe mit der Arbeit, mit allem Möglichen anders hier viel mehr zu tun. Ich muss mehr ins Draußen, ich brauche das und das will ich. Und meine Intention ist die Arbeit, der Fokus komplett auf die Arbeit gerichtet. Meine Freunde, wie auch immer. Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nur eine pure Ausrede. Das ist so, puh, hört sich gut an, passt, abgehakt. Da ist aber gar nichts abgehakt. Denn im Grunde genommen beschäftigst du ihn mehr, als er sich jemals gedacht hat. Er ist unsicher. Er hat kompletten Bockmist gebaut. Er ist nicht glücklich. Und das weiß er auch. Und er weiß es und versucht sich wirklich hier händeringend dagegen zu wehren. Da haben wir einen Kandidaten, der sich versucht zu wehren, das, was er gesagt hat, das Ganze wieder zu revidieren. Das ist nämlich das Große. Was habe ich denn hier? Okay. Der versucht zu revidieren, was er gesagt hat. Also sein inneres Gefühl. Er sagt dir, nö, ist nichts. Sein Inneres sagt aber, nee, geht nicht. Und das ist das. Deswegen haben wir immer hier eine Kurzschlussreaktion, weil jeder Kontakt, wie gesagt, auch wenn der Kontakt abgebrochen ist, er spürt ganz intensiv die Verbindung zu dir und das kommt dann auch damit nicht klar, wie jetzt die Situation ist. Und wie gesagt, die Kälte, die er dir gezeigt hat und diese Abweisung, diese Abneigung in deine Richtung, das ist das, was er überhaupt nicht meint. Das komplette Gegenteil, wie gesagt, geht davon aus. Und deswegen diese Kälte. Denn er oder sie liebt dich. Und da ist jetzt sein Thema, seine Ego-Geschichte. Kann ich nicht revidieren. Was mache ich denn jetzt? Nein, mein Ego sagt nein, ich bleibe da meiner Meinung. Nein. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das Herz sagt hier, du Junge, pass mal auf. Ich war so lange im Fitnessstudio gewesen, im Krafttraining gemacht. Du kannst machen, was du willst. Ich bin stärker. Das ist definitiv stark. Und sein Ziel, sein Herz hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbindung mit dir.
Und das weiß er auch, war eine Beziehung. Das ist das Thema. Weil er gemerkt hat, und da ist er selber vor sich erschrocken, was eine Beziehung, was wir am Anfang gesehen haben, eine Beziehung betrifft. Hey, die Frau ist es. Oder der Mann. Ich komme, das ist die perfekte, der perfekte, das perfekte Gegenstück für mich. Das hat er oder sie gemerkt. So ganz spontan. Ich habe dieses ganz plötzlich, dieses Wups, Wups, da ist es. Und da ist er selber davor eigentlich erschrocken. Weißt du was? Nein, das gibt's doch nicht und ich kann nicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will das nicht und es geht doch jetzt nicht. So, und das sind, da sind seine eigenen hausgemachten Probleme, die er jetzt hier hat. Weil er nämlich das intensiv spürt, dieses Miteinander mit dir, diese Verbindung, diese Harmonie. Ich habe ihn aber komplett in diesem Bereich drin, dass diese Ängste abgelöst werden, weil der hat auch selber Angst, eigentlich sich hier klein zu machen. Das ist es. Sich zu zeigen, hey, du, ich habe mich total in dich verliebt. Ich wäre eigentlich total weich. Ich habe diese, bei ihm habe ich so dieses, er versucht sie davor zu schützen, dieses Weiche, dieses Emotionale, Sentimentale dir gegenüber zu zeigen, weil er sich dir vielleicht immer anders gezeigt hat. Anders, kalt. Ich habe alles unter Kontrolle, ne? Ja, er will auch immer alles unter Kontrolle haben. Will auch, wie gesagt, seine Gefühle unter Kontrolle haben. Die hat er nicht unter Kontrolle. Was er nicht unter Kontrolle hatte, war, dass er da einfach hier mal ein paar Worte rausgeknallt hat, die einfach hier wirklich auch getroffen haben. Aber da sage ich, diese Worte sind hier in einer Lüge. Er hat sich selber mal komplett das vorgemacht. So, dann schauen wir doch mal, was wir denn hier noch in der Tendenz bekommen. Also da sage ich, Junge, das ist selber dir was eingeredet, selber hausgemachter Stress, hausgemachte Probleme. Ja, weil er selber auch nicht mehr zuordnen kann, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich? Aber ich sage dir ganz ehrlich, so intensiv, wie ich das hier liegen habe, wird das auch abgelöst, diese Unsicherheit, diese Ängste. Er hat eigentlich Angst davor. Es ist seine eigene Angst. Er versucht sie aber immer groß hier zu zeigen. Hey, ich bin der King. Na? Ja, so, dann fangen wir doch hier mal an. Wir fangen mit den Stäben an. 10 der Stäbe, das ist eine große Last. Das ist auch diese Verantwortung. Er versucht sich da immer wieder davor zu schleichen, diese Verantwortung einzugehen. Das ist jetzt gerade aktuell so dieses ausweglos, wo er immer wieder einen Weg gefunden hat, der Liebe wegzulaufen. Das ist jetzt ausweglos, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Und das ist auch wirklich so, er fühlt sich selber auch einsam und hier nochmal, er fühlt sich alleine. Weil ihm das fehlt, das hat ihm immer gefehlt. Und da hat er jetzt, da hast du ihn berührt, an diesem Punkt, Wärme, Geborgenheit, sich fallen lassen können. Und nicht mehr alleine zu sein. Er ist immer weggelaufen, weil du bist im Endeffekt die Vollendung für ihn. Und da ist es so, was er loslässt auf diesem Weg, auf dem er gerade ist, wo er sich selbst auch nicht wirklich unter Kontrolle hat, eben auch diese Überreaktion dir gegenüber. Sie wird loslassen. Loslassen von dem alten Muster, was ihn immer komplett festgehalten hat. Und diesem Verhaltensmuster, nein, ich brauche keine Beziehung, das ist nichts. Weil, wie gesagt, er hängt sich hier sehr stark dran auf, an dem, was er mal gesagt hat. Oder wenn er die Beziehung beendet hat mit dir, dass er immer gesagt hat, wenn Schluss, dann Schluss. Und daran hängt er sich auf, weil das war immer so gewesen. Aber er kann dem nicht mehr standhalten, dem Ganzen. Denn er geht in die Vollendung. In die Vollendung und löst seine Probleme. Da ist er nämlich gerade in diesem Punkt drin. Und deswegen ist er einfach diese Überreaktion. Weil da gerade alles wirklich hier in einem Prozess ist, in Arbeit ist. Ui, jetzt haben wir nochmal große Arkana. Okay. So, und diesen Prozess, in dem er ist, ne, da haben wir hier den Narren. Und da wird er in seine Unbefangenheit befangen, wie gesagt, von dem, was immer mal gewesen ist, löst er oder sie sich jetzt ab, geht in das Unbefangene rein. Er ist gerade noch ein bisschen so am Struggeln, ob er naiv dann dir gegenüber erscheint, weil er wird wieder in den Kontakt gehen wollen mit dir. Das heißt wollen, er wird ihn auf jeden Fall vollziehen, den Kontakt mit dir. Da ist es aber so noch unsicher, wie er es am besten anstellt, wie er es macht. Und da im Grunde genommen ist er schon ein Ausredenkünstler.
wird auch hier nochmal ja, so Ausreden auch bringen, in den Kontakt wieder mit dir zu kommen, bei dir anzudocken. Da zeigt sich aber, er will diesen Beginn, weil er weiß, mit dir ist er nicht mehr befangen, sondern unbefangen und frei, weil du gibst ihm auch diese Leichtigkeit und diese Freiheit. Du hältst ihn nicht fest, klammerst ihn ein und steckst ihn in einen Käfig und sperrst zu. Und das spürt er auch. Und das ist das, dieses Neue, da ist er neugierig auch drauf geworden, das kennenzulernen. Weil davor hat er sich immer wieder geweigert und die Erfahrung vielleicht auch gemacht bei dem einen oder anderen. Und da wird es aber wirklich in die Unbefangenheit gehen, denn die Neugierde ist größer und die Vollendung, du bist seine Vollendung. Und das ist das, was er gespürt hat. Und das hat ihn eigentlich erschrocken. Aber er wird sich von dem allen lösen. Nach dieser Legung kollektiv. Und ich habe hier sehr viel Spontanität, so spontan wie das auch hier, was sich auch gezeigt hat, diese spontane, diese Liebe und diese spontane, auch diese Kurzschlussreaktion dann. Da haben wir jetzt auch die Spontanität, dass er auf einmal busch löst den letzten Knoten, der reißt richtig. Also kein langsames Lösen, sondern von einer Sekunde auf die andere. Und dann wirst du eine Nachricht von ihm auch wieder bekommen. Weil das ist das, was ihn komplett beschäftigt. Und warum diese Kälte, diese Überreaktion? Weil er nicht dazu stehen konnte, was die Liebe betrifft, dass er weich wird. Weil er wollte immer so dieses alles unter Kontrolle behalten. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag, eine ganz herzlich liebe Umarmung und haltet immer an euch fest. Ihr trefft für euch die Entscheidung, ob ihr den Kandidaten nochmal wollt oder nicht. Das entscheidet ihr ganz frei für euch. Denn ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben. Und ich umarme euch ganz fest, ihr Lieben. Tschüss!